Österreich entlasten, aber gerecht. Unter diesem Motto ruft die SPÖ hier ins schöne Linz, in die oberösterreichische Landeshauptstadt. Und hier wird in Kürze eine Pressekonferenz stattfinden. Bundeskanzler Christian Kern wird über die Steuerpläne der SPÖ sprechen. Fast zwei Drittel aller Steuereinnahmen kommen ja aus dem Faktor Arbeit. Und der Bundeskanzler hat ja schon in der Vergangenheit immer wieder Konzernen und Superreichen den Kampf angesagt. Ob und welche Pläne er hier vorstellen möchte und vorstellen wird, das werden wir jetzt sehen. Im Anton Bruckner Haus wird Christian Kern harte Töne zu diesem Thema anschlagen. Insgesamt würde damit die Ersparnis rund 5.460 Euro ausmachen. Bei einer Arbeitnehmerin, die etwa 1.750 Euro brutto verdient, wäre die insgesamt die Reduktion 537 Euro per anno, was einer Reduktion der Lohnsteuer von 43% bedeuten würde. Wir haben uns natürlich auch mit der Frage der Gegenfinanzierung auseinandergesetzt. Wir werden da, ich darf da vielleicht auf folgenden Punkt hinweisen, weil auch das ein bedeutender Unterschied ist. Wir haben hier eine Selbstfinanzierung von 15% angenommen. Das ist, wie ich meine, eine sehr konservative Schätzung. Da gibt es Konzepte, die aggressiver sind. Besonders aggressiv ist hier das Konzept der ÖVP, die de facto eine 50-prozentige Gegenfinanzierung ihres Steuerreformvorschlags vorgenommen haben, was offen gesagt ich für unernst halte und im höchsten Maß für unseriös. So wird das natürlich nicht passieren. Wenn Sie sich das Konzept anschauen, dann werden Sie nämlich im Besonderen sehen, dass es hier eine Gegenfinanzierung gibt, die ausgewiesen ist. Und dann noch einmal bei der Reduktion der Körperschaftssteuer die Gegenfinanzierung in dem Nettoeffekt unterstellt ist. Das ist also dort nicht ausgewiesen. Rechnet man aber alles zusammen, sind das 50%. Und das wird natürlich nicht stattfinden. Das ist sonnenklar. Jeder, der einen Taschenrechner besitzt, wird Ihnen nachweisen können, dass das völlig ein Ding der Unmöglichkeit ist. Wir müssen dementsprechend auch unser Steuersystem auf die neuen Herausforderungen anpassen. Da gibt es mehrere Überlegungen. Einerseits auch deutliche Vereinfachungen und eine Entbürokratisierung bei der Einhebung, auch bei einer Vereinfachung des Einkommensteuerrechts. Aber der wirklich wichtige Gedanke aus meiner Sicht ist, dass wir das Steuersystem nutzen wollen, um unsere Wirtschaft zu gestalten. Wir wissen, in der Auseinandersetzung und im Wettbewerb mit anderen Ländern, anderen Wirtschaftsräumen, kann es keine Strategie sein, darauf zu setzen, dass Österreich billiger wird, sondern wir können kein Land sein mit den niedrigsten Löhnen, den niedrigsten Umweltstandards und den niedrigsten Sozialstandards, sondern wir müssen besser werden. Wir sind auch bereit und haben das auch getan und wollen das in Zukunft im Steuerrecht abbilden, hier ganz konsequent auch Investitionen zu fördern. Wir haben das bei den Startups getan, wir haben das bei den Klein- und Mittelbetrieben getan, wir haben das auch bei der Industrie getan und wollen das fortsetzen. Und selbstverständlich auch wollen wir Unternehmen belohnen, die auch Arbeit schaffen und Beschäftigung schaffen, sodass unsere Schwerpunkte ja ganz klar sind. Wir wollen Forschung fördern, wir wollen Investitionen fördern, wir wollen Beschäftigung fördern. Und vor dem Hintergrund macht aus unserer Sicht eine generöseste Steuersenkung, weitere Steuergeschenke hier keinen Sinn, weil du in die Situation kommen würdest, dass die Unternehmen dann alles in allem gar keine Steuern mehr zahlen würden, sondern im Gegenteil sogar aus dem Staatshaushalt hier auch noch Zuschüsse bekommen würden, wenn man das durchzieht, was hier der eine oder andere vorschlägt. So, ich darf zum Schluss kommen. Wer sind die Betroffenen unseres Vorschlags? Zunächst einmal geht es um 4 Millionen Arbeitnehmer, Selbstständige und Pensionisten, die eine durchschnittliche Entlastung von 500 Euro per anno damit bekommen würden. Es geht um 200.000 Mindestpensionistinnen, da würde eine Steuergutschrift bis zu 110 Euro die Konsequenz sein. Es geht um die Klein- und Mittelbetriebe und die Arbeitgeber, die rund 11.000 Euro pro Betrieb im Schnitt hier Senkung der Lohnnebenkosten erreichen würden. Es ist nicht zu verhehlen, es gibt auch Gruppen, die nicht zu den Gewinnern bei unserem Konzept zählen. Das sind zunächst einmal 2 bis 3% der reichsten Haushalte Österreichs, die durch unseren Vorschlag der Erbschaftssteuer für Millionen Erben betroffen wären. Und es geht um 400 Einkommensmillionäre und Topmanager, wo wir vorschlagen würden, den Steuersatz von 55% zu einer dauerhaften Einrichtung zu machen. Der wäre ja bei einem Einkommen über 1 Million Euro im Jahr 2020 ausgelaufen. Ja, soweit also Bundeskanzler Christian Kern zu den Steuerplänen der SPÖ. Insgesamt 5 Milliarden will er ja einsparen. Gegenfinanziert werden soll das Ganze zum einen aus
Eine Selbstfinanzierung, insgesamt 15% soll das ausmachen, zum einen durch mehr Beschäftigung und durch sinkende Kosten, durch eine sinkende Arbeitslosigkeit, aber auch Konzerne sollen zur Kasse gebeten werden, es soll eine stärkere Besteuerung für sie geben und ein Konzept, das die SPÖ ja schon seit langem verlangt, das sind Erbschafts- und Schenkungssteuern. Da werden allerdings die anderen Parteien, wie es aussieht, momentan nicht mitziehen. Es bleibt aber spannend. Heute einmal hat die SPÖ ihr Steuerprogramm hier in Linz präsentiert.